Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vorstellung einiger Wasserfiltervertreter. Wir möchten euch über verschiedene Wasserfilter informieren. Und dazu darf ich ganz herzlich den Oliver begrüßen und die Anna. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke. Liebe Anna, jetzt war ich unhöflich und habe den Mann vorweggenommen. Das tut man normalerweise nicht. Aber ich mache deswegen jetzt mal mit dir weiter und möchte gerne von dir wissen, welchen Wasserfilter du vertrittst und was du uns darüber erzählen magst. Ja, also vielen Dank für die Einladung und auch, dass wir das machen dürfen. Ich bin ganz lange bei gar keinem Wasserfilter gewesen. Und seit letztem Jahr habe ich die Urquelle entdeckt und bin seitdem auch Wasserfilterbesitzerin und damit total zufrieden und so glücklich. Also meine Geschichte ist so ein bisschen, dass ich immer geguckt habe, dass ich möglichst keine Technik nutzen muss, sondern immer irgendwo leben kann, wo ich an Quellwasser rankomme. Weil ich denke, die Natur macht es halt einfach am besten, am umweltfreundlichsten, am direktesten, am ehrlichsten. Und habe dann aber gemerkt, dass gerade wenn ich in Deutschland bin, dass das dann echt das Problem ist. Und seit 2020 bin ich halt wieder in Deutschland. Vorher war ich zuletzt in Rumänien, wo ich die Quelle vor der Tür hatte und da auch nochmal erlebt habe, wie rein Wasser sein kann, wenn es unberührt ist, was man auch in den deutschen Quellen leider nicht mehr ganz so erleben kann. Und dann kam diese Wasserfilter-Thematik halt wieder auf meinen Tisch und ich wollte keine Flaschen mehr schleppen, sonst bin ich halt im Bioladen einkaufen gegangen oder habe selber einen Bioladen gehabt, wo ich St. Leonard Wasser mir gekauft habe und damit alles gemacht habe, inklusive Kochen, wenn ich gekocht habe. Genau, und ja, im letzten Jahr, im November, hat mich ein Freund, den ich schon ganz lange kenne, irgendwie hat er gesagt, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir mit Wasserfiltern? Wie siehst denn du das? Und dann habe ich gesagt, naja, so und so sehe ich das. Eigentlich bräuchte ich einen. Ich bin jetzt gerade in Deutschland und das Wasser ist ganz schlecht und es passt mir gar nicht. Und ja, und dann ging das bei mir ziemlich schnell. Also ich habe jetzt mal hier ein Teil, was ich mir als erstes angeschaut habe. Das ist sozusagen ein UMH. Ich halte das mal hier rein. Und das ist für unterwegs so die Grundfilterung. Also ihr habt halt hier einen Glasfilter oder könnt das auch abschrauben, damit es kinderfreundlich ist. Und dann kann man, wenn man möchte, einen Plastikfilter draufschrauben. Da-da. Und das ist ein Gerät, was das Wasser energetisch filtert. Also da ist ein Bergkristall drin, da sind Kartuschen drin, die das Wasser energetisieren. Also hier in dieser UMH, diesem goldenen Teil. Und damit kann man erstmal dafür sorgen, dass das Wasser wieder hexagonal ist und halt eine vollmundige Struktur bekommt. Ja, also das ist so für mich das erste ausschlaggebende Argument, warum ein Wasserfilter angebracht ist, dass das Wasser überhaupt wieder von unserem Körper aufgenommen werden kann. Weil wenn das Wasser total nicht weiß, wie es eigentlich zusammengehört und nicht schön aussieht, also wenn Wasser eingefroren keine Schneeflocken ergibt, ist es halt kein gutes Wasser und unser Körper kann damit eigentlich nichts anfangen. Deshalb ist es für viele auch so, dass es nicht egal ist, was man trinkt, weil wenn man Wasser trinkt, was einfach keine Struktur hat, mit dem unsere Zellen im Körper was anfangen können, dann verdurste ich, obwohl ich was trinke. Und das soll ja nicht sein. Und die wenigsten leben halt so, wie Emoto das sagt. Also ich denke mal, dass viele wissen von diesen Untersuchungen, die Emoto gemacht hat und auch den Bildern, dass wenn ich eben in einer bestimmten Frequenz oder in bestimmten Art und Weise mit Wasser, was eben lebendig ist und auch darauf reagiert, argumentiere, spreche oder es behandle, dann verändert sich die Struktur auch. Im deutschen Alltag ist es aber leider so, dass wir das oft vergessen. Und deshalb war für mich dann klar, okay, dann gucke ich nach einem Wasserfilter, der mich dabei unterstützt,
diese Wasserqualität halt immer zu haben, auch wenn ich selber mal nicht dran denke und mal nicht so entspannt und in Liebe bin oder das Wasser halt vorbereitet habe und auf energetisierte Brettchen gestellt habe oder so. Ne, das wollte ich gerne ein bisschen bequem haben. Und als nächstes habe ich mir dann einen Koffer gekauft, wo ich eben keinen Strom brauchte. Also ich habe da eine Pumpe, den Koffer, also die Urquelle Outdoor ist das gewesen oder ist es immer noch. Und damit war ich dann hier, wenn ich in meiner Wohnung war, war das halt ziemlich cool. Also ich spiele unheimlich gern mit Wasser und wenn man so einen Outdoor-Filter zu Hause hat und dann Wasser im Eimer hat und das dann da durchlaufen lässt und dann gefiltertes Wasser hat, das ist ziemlich witzig. Und dann, ja, kam irgendwann doch der eingebaute Filter dazu, weil ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ey, ich baue dir das ein. Und das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ah, ich will eigentlich nichts Eingebautes haben. Das ist alles umständlich. Wenn ich wieder umziehe, dann muss ich das Ding wieder abbauen. Und naja, und dann habe ich eben von dem Koffer umgestellt auf die Urquelle Diamant und habe damit nochmal viel hochwertigeres Wasser, also auch von meinem Geschmack her, weil die Koffer eben mit Aktivkohle und Keimfilter funktionieren und bei der Urquelle Diamant ist es halt so, dass ich Osmosefilterung habe, aber plus also Remineralisierung auf einer ganz feinen Stufe und Energetisierung. Und das war für mich halt total wichtig. Ich wollte keine Osmosefilterung. Deshalb habe ich auch nie eine Osmosefilterungsanlage mir irgendwie vorher gekauft. Ich wollte kein Osmosewasser, was nicht dann wieder remineralisiert ist und nochmal auch restrukturiert wird. Genau. Liebe Anna, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Funktioniert das Ganze bei dir mit Strom oder ohne? Also die Outdoor-Sachen sind komplett autark, ohne Strom, mit Pumpe. Und da kann ich jetzt auch gleich mal rübergehen in den Bereich, wo zumindest, also es gibt seit 22. März auf meinen Wunsch hin auch einen Rucksack jetzt, weil mir der Koffer halt echt viel zu unpraktisch war und ich den nicht einfach in mein Auto tragen konnte. Das war so umständlich, einmal die Treppe runter, dann in mein kleines Auto rein, was ich zurzeit habe. Und da habe ich gesagt, Leute, für mich ist autark und Outdoor sein mit Rucksack. Ich brauche die Hände frei, da ich ziehe keinen Rollkoffer hinterher. Also das finde ich total unattraktiv. Und dann haben sie geguckt und jetzt gibt es eben auch den Rucksack, den kann ich euch auch zeigen. Also der Koffer ist bei mir gerade mit meinen Kindern unterwegs, den kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Da müsstest du die Bilder dann noch dazugeben, die habe ich dir schon geschickt, genau. Ja, also du empfiehlst den Rucksack auch für Outdoor-Geschichten. Ja, weil den kann man halt wirklich auf den Rücken nehmen und die Innenkonstruktion ist wie bei dem Koffer, außer dass wir halt noch nicht wissen, wie wir die Steinkartusche da anschließen. Das ist halt noch so ein bisschen tricky, aber möglich ist es auch. Da bin ich halt auch in Kontakt mit der Firma, dass wir das noch nachrüsten. Das ist halt so ein bisschen das, was noch fehlt, aber ansonsten ist das wie bei dem Koffer, genau. Nur praktisch, finde ich. Ja, finde ich auch. So ein Rucksack ist eine tolle Ach Geschichte. genau. Und, aber das habe ich jetzt tatsächlich auch schon alles dahin gelegt, wo auch der, also das habe ich alles dahin gelegt, weil ich gerade gemacht habe. Das habe ich alles dahin gelegt, wo die Urquelle Diamant ist, sind die beiden Pumpen. Also es gibt halt zwei verschiedene Pumpen und die eine wird gerade so ein bisschen ausrangiert, die ist riesengroß, aber super, super praktisch. Und jetzt gibt es noch eine ganz kleine handliche, die in den Rucksack oder auch in den Koffer reinpasst, sodass man noch ein Teil weniger hat, was man mitschleppen muss. Und die funktioniert auch sehr gut. Genau. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung bisher. Hast du sehr schön gemacht, bist vielleicht auch ein bisschen nervös. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und deswegen erlöse ich dich mal kurz und nehme mal Oliver dran. Bei Oliver hat im Bereich der Outdoor-Wasserfilterung auch Angebote. Lieber Oliver, magst du dich gerne auch vorstellen? Ja gut, mein Name ist Oliver Bassler, bin 53 Jahre alt und bin Vertreter von der Firma Pur Aqua. Wir vertreten mehrere Home-Anlagen und auch eine Outdoor-Anlage, die mobile. Die ist aber nicht autark, sondern man braucht dann definitiv Strom.
um diese Anlage zu nutzen. Und wie löst ihr das mit dem Strom? Es gibt die Möglichkeit, mit Solarpanel zu arbeiten oder halt logischerweise mit einer Steckdose. Alternativen gibt es da leider nicht. Ja, im Survival-Bereich sind diese Panel ja sehr beliebt. Ja, Schon die sind alle. auch sehr verbreitet. Und die Leistung reicht auch, die so ein Die Solarpanel reicht dafür vollkommen. aufbringen muss. Lieber Oliver, du vertrittst die Pur Aqua Anlagen und du hast mir erzählt, dass du das einmal fest und mobil vertrittst. Die mobile Variante hast du gerade erklärt. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du uns über die feste Variante einiges erzählen könntest. Die feste Anlage ist aufgebaut auf 10 verschiedene Stufen. Einmal Filterstufen 1 bis 3, die auch mit KDF und Silbergranulat arbeiten. Die nächste Stufe ist Sedimentfilter, der dann komplett sämtliche Asbeste, Rost, Schmutz, solche Sachen rausfiltert. Danach geht es über die Molekularfiltermembran, die dann sämtliche Pestizide noch mit rausfiltert und auch Chemikalien. Dann geht es weiter in eine UV-Lampe, die sämtliche Bakterien abtötet, dass auch keine Rückverkeimung möglich ist. Die achte Stufe der ganzen Anlage ist der Verwirbelungsschlauch, dass das Filter dann, also das Wasser dann auch wieder neu aufgebaut wird und verwirbelt wird. Dann kommt die Stufe 9, das ist der Biotuner, was auch wieder dem Wasser einen neuen Geschmack verleitet. Und dann kommt auch schon der Wasserhahn, Stufe 10. So ist eigentlich relativ die Anlage aufgebaut, relativ simpel. Ach so, und dann kann man sich das auch so im Baukastensystem quasi anschaffen. Ja, natürlich. Also die Anlage ist eine komplexe Einheit. Was würdest du denn unseren Zuschauern empfehlen, was unbedingt notwendig wäre, um sich die anzuschaffen? Also was auf jeden Fall notwendig wäre bei jeder Anlage, dass man die erst einmal testen kann. Ja, dass man die Anlage für sich selber testen kann, das Ganze so weit wie es geht mit einem kleinen, geringen Kostenaufwand, um sich mit der Anlage selber, ob man sich wohlfühlt, ob man das Wasser auch mag, ob man das Wasser auch verträgt. Jeder Mensch, jeder Körper ist anders. Und da ist das Wichtigste, bevor ich überhaupt das Geld ausgebe, vertrage ich das Wasser. Wie reagiert mein Körper auf das Wasser? Jeder Mensch ist anders. Ja, das ist wahr. Und wenn ich heute Anlage testen kann, wenn ich denn in den Genuss kommen kann, dann mache ich es auch. Also was ich ganz toll finde, ist, dass ich hier heute zwei Wasserfiltervertreter habe, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, wobei wir alle eingeladen haben, die aber dann leider dann doch wohl keine Zeit hatten für dieses Interview, wobei wir gerne die verschiedensten Wasserfilter gerne vorgestellt hätten. Und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du uns jetzt dein Wissen zur Verfügung stellst und Anna natürlich auch. Und jetzt möchte ich gerne Anna wieder die Gelegenheit geben, noch etwas über ihre Anlage zu erzählen. Ah, der Rucksack. Ja, Genau, dann. da sieht man den Rucksack, genau. Das erstmal nochmal als Nachtrag. Und dann zeige ich euch mal noch die kleine handliche Pumpe. Tada. So. Und hier wird dann eben also der Ausgangsschlauch und hier unten. Nicht so einfach. Das ist der Eingangsschlauch mit diesem, ja, Grobstofffilter. Genau. Und hier wird dann durchgepumpt und dann wird alles in den Rucksack gemacht, dass dann tolles Wasser bei rauskommt. So. Und jetzt muss ich mal die Kamera weiter runterschwenken. Also hier oben seht ihr schon mal den Wasserhahn, wo dann das gefilterte Wasser rauskommt. Und hier unten sieht man die Anlage. Also hier Diamant. Das ist sozusagen der Kasten, der dafür zuständig ist, dass die Vorfiltration stattfindet. Und danach kommt dann die Molekularfiltration, dann der neutralisierende Aktivkohlefilter, um halt Geschmacksstoffe und alles, was wir nicht haben wollen, was nicht lecker ist, halt rausfiltert.
Und dann kommt ein Keimfilter. Und der Keimfilter ist dann schon in dieser Energy Box. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Highlight an der ganzen Anlage, dass die Energy Box drin ist. Denn da habe ich eine Kartusche, wo ganz spezielle EM-Keramik drin ist. Also ich bin totaler Freund. Ich kann das auch mal kurz hier halten. Da gibt es auch noch dann bessere Bilder zu. Also wo EM-Keramik drin ist und dieses Maifan-Gestein. Und Maifan-Gestein ist auch schon ein Bestandteil der Remineralisierung. Und wer gesundheitstechnisch sich so ein bisschen auskennt, kennt auch Sangokoralle. Es ist eine ganze Kartusche, wo grobe Sangokoralle drin ist, um eben dieses bisschen an Remineralisierung, was eine Urquelle halt mitbringt, zu haben. Und dann kommen meine vier also, ja, Edelsteine, Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst, Edelschungit in der nächsten Kartusche. Und die Urquelle Diamant heißt Urquelle Diamant, weil dann als ganz letzter Punkt, nachdem auch die Verwirbelung stattgefunden hat nach Schauberger und nochmal diese UMH, wo ich vorhin schon gezeigt hatte. Die ist halt eingebaut. Das kann ich nachher auch nochmal zeigen mit dem Rechner. Wenn es da durchgelaufen ist, kommt dann zum Schluss der Rohdiamant, wo das Wasser dann nochmal drüber läuft. Und ich mache die Anlage jetzt mal an. Kleinen Moment. So, jetzt sieht man hier unten, hoffe ich, so ein bisschen das, was hier abgeht. Also wir sehen, das ist, also zurzeit ist das Wasser hier halt wirklich mit sehr, sehr wenig PPM, wie es reingeht. Sonst habe ich auch manchmal, also sehe ich auch, wenn hier irgendwo Baustellen sind oder sowas, dann geht es halt auch mit 250 rein. Und dann, ja, geht es halt runter bis 0,3, 0,2, wie das durch diesen Filter rausgeht, dann durch die Energy Box. Und hier hinten, das zeige ich auch gleich nochmal. Also jetzt seht ihr nochmal den Wasserhahn. Und hier hinter, hoffe ich, na, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn das Wasser aus der Energy Box rauskommt, dann nochmal durch die Verwirbelung läuft und durch die UMH und dann zum Wasserhahn. Genau. Und was jetzt neu ist bei den Anlagen ist, weil es gibt Menschen, die kommen mit mit dieser Anzeige nicht gut klar, wenn dieser PPM-Wert da ist. Der irritiert manche Menschen. Ich finde das total gut, weil mich der Wert nicht irritiert. Ich halt auch weiß, was er zu bedeuten hat und was nicht. Und finde das total gut. Also ich habe auch eine Familie, die dann unbedingt die alte Anzeige haben wollten mit den PPM, weil sie das auch besser finden. Und ansonsten, das ist natürlich das, was immer angezeigt wird, das sind die einzelnen Filter. Und so ähnlich wie auch bei Oliver haben wir die Empfehlung, einmal im Jahr zu wechseln oder wenn eben angezeigt wird, dass hier eine von den Kartuschen schon ja, zu Ende geht und man dann auf jeden Fall wechseln sollte. Was man Anna. auch bei uns noch ja, wechseln soll oder muss, ist halt die Sangokoralle. Die wird natürlich auch dann immer weniger. Und dazu wird die Energy Box aufgeschraubt. Und in dem Zusammenhang mache ich das auch so und viele andere von den Menschen, die die Urquelle Diamant nutzen, dass wir die Edelsteine dann auch angucken und mit denen halt kommunizieren, ob die sich auch mal wieder auftanken müssen, aber die sind halt sehr, sehr, sehr hochschwingend und wenig. Also sie kriegen ja das reine, schon strukturierte Wasser oder schon gefilterte Wasser und sind mit dem Wasser total glücklich und haben nicht diese üblichen Abnutzungserscheinungen, die man hat, wenn man Steine einfach in eine Wasserkaraffe legt. Dann muss man die, also nach meiner Erfahrung, ganz, ganz oft aufladen und immer wieder in die Sonne legen, damit die ihren Job machen können. Anna, Genau. vielen Dank für diese tolle Demonstration. Ich habe da noch eine Frage, und zwar den Rucksack betreffend. Ja. Wie viel Platz ist da denn noch drin, wenn der ganze Wasserfilter da drin ist? Warte kurz.
Ich gucke mal, dass ich euch das vielleicht zeigen kann. Vielen Dank. Ja, also das ist der Rucksack, wenn er jetzt geöffnet ist. Und was man aus meiner eigenen Erfahrung noch reinbekommt, ist jetzt seit neuestem eben die Pumpe. Die passt auf jeden Fall rein. Und wenn man noch Klamotten oder was mitnehmen will, also wenn man wirklich einfach ein bisschen unterwegs sein will, kriegt man das auch rein. Und ansonsten hat der Rucksack, das ist halt so ein Armee-Rucksack, hier ganz viele Schlaufen und Bänder und für Isomatte, Farb, was auch immer man braucht. Man kann den einfach aufsetzen und mitnehmen. Man hat eine ganz tolle Rückenpolsterung und die Schulterpolster sind halt super. Also es ist einfach für mich, für mein Leben total praktisch im Vergleich zu dem Koffer. Und der Koffer ist halt tatsächlich was für Menschen, die ein Haus haben und zum Beispiel auch auf Nummer sicher gehen wollen, dass falls mal Stromausfall oder irgendwas ist und sie nur noch an Wasser kommen, was jetzt bei mir halt, weiß ich nicht, aus der Elbe kommt, dass man einfach sich das Wasser holen kann. Dafür ist dann, ja, also für solche Notfälle ist der Koffer halt super gut. Und super stabil. Und für mich ist halt der Rucksack so entspannter und leichter und meinen Bedürfnissen entsprechender. Und da habe ich mich auch total gefreut, dass es jetzt so leicht war, den auch für mich dann zu gestalten und dass den jetzt auch jeder kaufen kann, der möchte. Und vom Preis her sind wir bei dem Rucksack auch unter 2000 Euro. Und bei dem Koffer genauso. Ich habe noch die Wahl, diese UMH-Einheit mit reinschrauben zu lassen oder halt nicht. Also hier ist halt die Vortex drin und die UMH kann man sich einbauen lassen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Man kann die halt auch extra haben. Ich finde das halt ganz praktisch, dass ich sie extra habe, weil ich so, wenn ich einfach auch ohne Rucksack unterwegs sein will, immer die UMH dabei haben kann, um Wasser wieder auch aufzubereiten, auch Leitungswasser. Und genauso ist es bei dem Koffer. Was bei beiden möglich ist, bei beiden Varianten, die man draußen nutzen kann und autark nutzen kann, ist, dass das per Ratenzahlung gezahlt werden kann, unter 80 Euro. Und auch die Urquelle Diamant kann in Raten gezahlt werden. Da ist man bei unter 4000 Euro. Und ich empfehle Menschen, die halt tatsächlich sehr, sehr sesshaft sind, eher zu einer Urquelle Diamant, weil man da einfach, finde ich, das beste Wasser haben kann vom Geschmack her. Also für mich, also wer halt meinen Geschmack hat, wer so das mag, wie ich das mag, der ist damit halt auf jeden Fall noch mal glücklicher im Vergleich zu dem Koffer oder Auto. Also das macht einen Riesenunterschied, ob ich eine Osmosefilterung habe oder halt nicht. Ja, also auch, also wenn ich Elbwasser filtere und das kostet, dann schmeckt es total lecker. Wenn ich aber das noch mal durch eine Osmosefilterung lasse, dann ist von dem Elbwasser an sich nichts mehr da. So. Und trotzdem wird bei beiden Filtern, sowohl Outdoor oder Travel als auch bei der Urquelle Diamant, alles rausgefiltert, was wir halt nicht haben wollen, inklusive Mikroplastik und diese ganzen Sachen. Und trotz alledem wünsche ich mir natürlich, dass wir wieder das irgendwie als Menschheit so hinbekommen, dass Wasser grundsätzlich frei zur Verfügung steht in einer hohen Qualität, wie die Natur das eigentlich vorgesehen hat, und wir nicht diesen Umweg machen müssen über die Filter. Aber solange es halt nicht anders geht, ist es mir persönlich total wichtig, da einfach auch meine eigenen Akzente zu setzen und zu sagen, nee, ich möchte aber diese hohe Wasserqualität und sortiere mein Budget dann dahingehend für die Sachen, die mir wichtig sind, ja. Und was ich noch sagen wollte, was bei der Urquelle Diamant eben anders ist als zu dem, was Oliver gesagt hat, dass wir halt keine UV-Lampe haben. Wir haben keinen Filter, der auch alles rausfiltert, der dann auch gewechselt wird natürlich.
Und ich glaube auch alle 2 Jahre. Genau, das war noch so das, um dann zum Ende zu kommen und danke zu sagen, dass ich heute hier dabei sein durfte. Eine Genau. Frage habe ich dann aber doch noch eine. Ihr bietet auch bei der Urquelle Diamantratenzahlung an und den Service? Ja, also beim Service, da kommt es drauf an, der ist nicht inklusive. Da ist es aber so, dass wir vermitteln oder uns halt gegenseitig helfen, das einzubauen. Also wenn jemand zu mir kommt, das finde ich halt wieder total schön, wenn jemand zu mir kommt, dann testet er das Wasser ja auch erst, ne? Das ist wie bei Oliver. Also wir haben auch auf der Webseite von der Urquelle Diamant alle Wassertankstellen, dass man erstmal das Wasser testen kann, dass man überhaupt weiß, ist das Wasser, was ich gerne haben will. Und ach so, Ratenzahlung, ja genau, gibt es auch 15 Jahre Garantie. Und der Einbau ist halt nicht inkludiert. Also wenn man das über die Firma macht. Was möchtest du von mir wissen? Diese einzelnen Stufen, die du da auch so schön erzählt hast, so wie Anna, die auch gerade erzählt hat, was da passiert, das hat sie so schön anschaulich erklärt. Möchtest du da auch noch was zu sagen? Ich versuche es mal kurz und schmerzlos zu machen. Also Stufe 1 bis 3 ist Aktivkohlefilter mit KDF und Silber. Stufe 4 ist der Sedimentfilter, der Sand, Schmutz, Rost, Asbest, alles weitere rausfiltert. Stufe 5 ist die Hightech-Molekularfiltermembrane. Stufe 6 ist die Sangokoralle, wenn es vorhanden ist. Man kann sie auch ohne Sangokoralle nehmen. Da ist das Wasser etwas mit weniger Mineralien versetzt, was auch Sinn und Zweck der Sache ist. Stufe 7 ist die UV-Lampe mit Keimsperre. Stufe 8 ist der Verwirbelungsschlauch. Stufe 9 ist der Biotuner. Und die letzte und zehnte Stufe ist der Drei-Wege-Wasserhahn. Weil normalerweise sollte jeder Filter eigentlich nur mit Kaltwasser betrieben werden. Ja, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich aus Versehen heißes Wasser genommen habe. Das kann man wohl mal haben. Ja, aber es ist nicht, also sinnvoller ist mit kaltem Wasser. Ja, Auch natürlich. gesünder für die. In welchem Preissegment liegt dann deine Anlage? Wobei Also die davon. Festeinbau. Ja. Ja, wollte ich auch gerade drauf hinaus, wobei beide in Frage kämen die festeingebaute und die mobile Anlage. Also Festeinbau liegt bei 3.248 Euro inklusive Montage und inklusive Mehrwertsteuer. Die mobile liegt bei 3.998 Euro. Ist da denn auch eine Garantie drauf? Ja, natürlich 10 Jahre Garantie. Prima. Und wie sieht das Auch was. aus? Wie ist das mit dem Wechsel der Wasserfilter? Also einmal im Jahr müssen die Filter gewechselt werden, die Aktivkohlefilter. Und alle 2 Jahre wird auch die UV-Lampe gewechselt für die Keimsperre. Ist aber dann alles im Preis komplett inbegriffen. Auf wie viele Jahre gerechnet kommt denn dort der Service? Alle 12 Monate, also wie gesagt, einmal im Jahr, Kosten sind 179 Euro, inklusive Montage, inklusive Filter. Bleibt sich aber gleich, weil alle 2 Jahre, wie gesagt, die UV-Lampe auch mitgewechselt wird. Also. Ist nach wie vor der gleiche Preis. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Vorstellung. Freut mich, dass du mitgemacht hast heute bei diesem Interview und finde ich ganz klasse und möchte mich ganz herzlich dafür bei dir bedanken. Ich sage Dankeschön. Das nehme ich mit rein. Was denn? Dass wir hier jetzt so verlegen lachen, weil Wir keiner haben hier mehr den weiß. Schweigen im Walde. Ja, Anna, du bist dran. Ja, ist schön. Also, Ich liebe bin der Zuschauer. Meinung, dass ich alles gesagt habe und ich weiß nicht, wo das vorhin abgebrochen war, aber es war eigentlich fertig. Also es war abgebrochen, es war fertig. Ja, wir müssten den Zuschauern, glaube ich, ein bisschen erklären, warum wir hier jetzt so lachen. Die Aufnahme hat halt eben halt mitten in der Aufnahme sich verabschiedet.
Und niemand wollte Anna das Wort nehmen. Und sie war ja schon bei der Verabschiedung. Und ja, wenn du da weitermachen willst, dann können wir da jetzt nochmal einhaken. Ja, also nochmal mein Resümee. Ich bin totaler Fan davon, dass wir alle wieder so viel Natur haben, dass dieses Wasserfilter-Thema einfach irgendwann keine Rolle mehr spielt. Aber solange das eben gerade nicht so ist, ist für mich halt dieses Statement, hey, ich bestehe für mich auf gutes Wasser, ganz klar. Und was ich auch jedem nur empfehlen kann, Wasser zu testen von dem Wasseranbieter, was er sie sich vorstellt. Und bei uns, bei der Urquelle, ist das eben ganz einfach möglich. Auf der Webseite nachschauen, Wasser testen, dann Jessica anrufen und fragen, wer denn in der Nähe ist. Das kann man auch auf der Karte schon sehen. Und dann kann man lostesten, ganz kostenfrei, und bekommt alles erklärt und kann fühlen für sich, wie das Wasser einen bekommt, und sich dann drauf einlassen oder geht halt andere Wege. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Ich denke mal, unsere Zuhörer können sich auch an dich wenden. Dazu blenden wir dann auch noch mal deine Kontaktdaten ein. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal Oliver das Wort geben. Der wollte noch was Nettes über seine Wasserfilteranlage sagen. Ja, unsere Wasserfilteranlagen sind finanzierungsfähig. Finanzierung gibt es ab 50 Euro monatlich und auch Leasing ist möglich für Gewerbetreibende. Ja, vielen Dank dafür, Oliver. Ich denke mal auch, unsere Zuschauer können sich auch an dich wenden. Dazu blenden wir dann jetzt Absolut. auch gerne nochmal die Kontaktdaten ein. Ja, und ich fand eure Vorstellung ja sehr sympathisch, sehr individuell. Die Demonstrationen waren klasse. Und ich hoffe, dass es unseren Zuschauern hilft, ja, sich vielleicht mal euren Wasserfilter näher anzugucken. Und möchte auch alle Zuschauer herzlich dazu einladen, sich in unserer Wasserfiltergruppe nach Wasserfiltern zu erkundigen und in der Wasserfiltervertreter extra für die Vertreter bereitgestellt, um ihre Wasserfilter dort vorzustellen, reinzuschauen. Alles Liebe, wünscht euch eure Landsitzliebe. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke auch. Ja, gerne. Ciao. Ciao.